Für unsere Rubrik Die oder der hat's verdient bin ich heute unterwegs im wunderschönen Hochheim am Main im Main-Taunus-Kreis. Und mir hat eine junge Frau geschrieben, Guido, ich brauche Hilfe, es geht um meinen Papa Andreas und da ist sie auch schon. Hallo Anna. Hallo, grüß dich. Grüß dich. Was macht denn dein Papa? Also kurz gesagt, er veräppelt jeden. Mich, mein Bruder, meine Mutter, die Nachbarn, die Arbeitskollegen. Keiner ist vor ihm sicher. Also ein Fall für mich auf jeden Fall. Richtig. Es gibt einen guten Grund, warum wir uns vor dieser schönen Garage hier treffen. Das ist wichtig für deinen Papa, das Ding, ne? Ja, das ist sein Heiligtum, würde ich sagen. Ja. Ja? Wir haben hier so eine schöne Fernbedienung. Boah. Für das Tor. Alles elektrisch betrieben. Hat er selbst montiert, hat ein bisschen länger gedauert. Und hier siehst du gleich sein zweites Heiligtum, sein Auto. Darf ich gerade mal? Das ist übrigens schön, das ist die erste Fernbedienung, die größer ist als die Garage selber. Ja, also Garagentor, Auto, vielleicht könnten wir da was drehen. Ich habe schon eine ganz gute Idee, du müsstest mir aber dabei helfen. Kein Problem. Machen wir? Super. Komm mit, komm. Eine Woche später haben wir dann mit vereinten Kräften zugeschlagen. Da kommt Papa Andreas gerade von der Arbeit nach Hause. Anna hat es sich inzwischen im Nachbarsgarten gemütlich gemacht. Sie kennt ihren Papa und weiß, der veräppelt zwar jeden, aber auf ihn ist auch immer Verlass, wenn wirklich Not am Mann oder in dem Fall an der Frau ist. Und darauf hatten wir gesetzt. Hallo? Ja, Papa, hier ist die Anna. Sag mal, wo bist du denn? Ich bin draußen auf der Terrasse. Ja, du hier, ich stehe auf der Autobahn. Ich habe eine Panne mit dem Auto. Du musst sofort kommen. Du musst mich nach Frankfurt fahren. Ich habe doch heute diese Prüfung. Ja, was ist denn los? Was ist denn passiert? Ja, keine Ahnung, das Auto geht nicht mehr. Ich stehe da bei Hechtsheim, hock dich ins Auto und komm. Ja, ich komme. Ja, beeil dich. Ich beeile mich. Jo, tschüss. Tschüss. Na also, läuft doch. Papa Andreas macht sich direkt auf den Weg zu seiner Garage, um Töchterchen zu Hilfe zu eilen. Da hatten wir aber ein paar Hindernisse eingebaut. Hier steht das erste, das Auto von unserem Lockvogel Olli. Das versperrt die Ausfahrt. Und das ist das nächste, das mit viel Liebe selbst eingebaute Garagentor gehorcht nicht mehr dem Schlüssel von Andreas, sondern Annas Fernbedienung. Ups! Können Sie mal das Auto wegfahren? Ich muss raus. Er will nicht mehr. Ja, dann müssen Sie mal ein bisschen zurückschieben, ich muss hier raus. Was ist denn heute hier los? Jump nochmal. Also, müssen Sie das Auto trotzdem wegschieben? Schieben geht nicht. Kommen Sie hier raus, ich wink Sie raus. Nee, ich komme da nicht raus. Ja, sicher kann man schieben. Sie sind für Blitzvolt. Erstmal geht's gar nicht auf, warum auch immer. Wollen wir das Auto wegschieben? Jetzt lassen Sie mich doch erstmal mit der Garage hier was machen. So. Das gibt's doch nicht. Wollen wir das Auto nur wegschieben? Einen Moment! Nach längerem Kampf im Dunkeln hat Andreas es dann endlich geschafft, den Motor für das Garagentor abzuklemmen und wieder herauszukommen. Sagen Sie mal, geht's Ihnen noch gut? Warum? Sie sehen doch, dass ich hier am Hänge bin. Ja, jetzt geht's ja wieder. Schieben das Auto weg, ich muss weg. Tut mir leid, mein Auto ist liegen geblieben, es war ein Marder dran. Verstehen Sie das? Ich kann aber nicht schieben, Sie müssten mir vielleicht helfen. Ich setze mich schon mal rein. Ich mache auch den Gang raus. Ja, dann möchte ich Sie auch drum bitten. Oh. Ach, der Gang, Moment, ich muss die Kupplung drücken. Ich habe gleich die Nase voll mit Ihnen. Ich muss weg, meine Tochter hat eine Panne auf der Autobahn. Kampieren Sie das überhaupt? Ich habe ja auch eine Panne, wissen Sie, ich bin zwar nicht Ihre Tochter, jetzt geht's doch. Hallo? Wo bist du denn? Anna, ich kam nicht aus der Garage raus. Ich konnte einen Depp vor der Garage, dem musste ich das Auto wegschieben helfen. Dann geht's Garagentor nicht auf, da ist was kaputt. Ich komm jetzt. Tschüss. Tschö. Er kommt. Entschuldigen Sie. Ich hab keine Zeit, ich muss weg. Ich hab doch auch eine Panne. Ja, aber mal. Ach, leg mich am Arsch, meine Tochter hat, ne? Sie bleiben hier draußen. Nein, ich gehe nirgends rein. Deswegen frage ich Sie, ob Sie vielleicht einen Schraubenzieher hätten. Ich habe hier keinen Schraubenzieher. Aber ist doch eine Garage. Ich habe hier keinen.
Okay, es war nur eine Frage. Gute Fahrt. Sind Sie bescheuert oder Nein, bin ich nicht. Ich habe eine Panne. Kann ich was dafür? Endlich kann es losgehen, denkt er. Aber wir haben noch eine Fernbedienung. Für die Zündung. Was stimmt doch hier nicht? Gehen Sie in den Keller, ich bräuchte einen Schraubenzieher. Nein! Wie immer, wenn sein Auto nicht so will wie er, geht Andreas direkt zu Jürgen. Der ist Nachbar, Kfz-Mechaniker und auch unser Lockvogel. Olli und Anna tauschen inzwischen die beiden Autos. Und machen sich dann mit dem Auto von Andreas aus dem Staub. Noch gerade rechtzeitig, bevor Annas Papa zurückkommt. Wer? Der Typ. Na Quatsch. Der hat mal einen Handtausch, der hat ein Auto, der hat alles. Ja, was für ein Typ? Was für ein Typ redest du denn da? Der hat sein Auto hier reingestellt. Oh Quatsch. Jürgen, glaub mir's doch. Ja, wer ist denn das? Das ist dein Auto? Das ist unser Auto, Jürgen. Dem soll steht da drin. Das glaube ich nicht. Ja, kennst du den? Nein, ich kenne den nicht. Jürgen, glaubt mir es doch. Komm, bleib hier. Wir rufen die Polizei einfach mal an. Ja. Ja, hallo. Und zwar, wir wollen einen Diebstahl melden für einen PKW. Ja, das ist in Hochheim. Andreas? Andreas? Komm, du sollst hier bleiben. Die Polizei kommt. Auto ist weg, meine Tasche ist drin, meine Papiere sind alles drin. Das ist doch ersetzbar. Wie kommt denn der da rein? Ja, aber das Auto steht da drin. Ich hab's doch abgeschlossen. Ja, wie ist denn das passiert jetzt? Verrat mir das mal. Ich hab jetzt eben gar noch das Kennzeichen. Das Auto hat hier vor der Tür gestanden und gesagt, er hat Kreuzschmerzen, er kann nicht schieben, ist doch am Schieben helfen. Hab ich ihn davor geschoben. Und dass der Dreck am Stecken hat, siehst du doch, der ist doch abgehauen. Muss ein Profi gewesen sein, ne? Wie es aussieht. Das sah mir aus wie ein Dolle. Wie lange stand der hier? Ich habe ihn hier vorgeschoben, dann wollte ich rausfahren, dann sprang das Auto nicht an. Ja, was war mit dem Tor jetzt? Weil du sagst, es ging nicht auf. Das Tor ging nicht, ging nur bis zur Hälfte auf. Ja. Und wieder zu. Mach dir mal keine Gedanken. Jetzt ist erstmal die Polizei, dann meldest du das. Das ist Schweinerei. Das ist wie CSI Hochheim kommt jetzt und hier gucken jetzt. Die nehmen jetzt jede Steinprobe und so weiter. Außerdem bist du doch versichert bestimmt, oder? Warum regst du dich jetzt auf? Was willst du jetzt machen? Der ist doch eben weggefahren. Wenn das euer Auto war? Das war unser Auto. Glaub mir, sonst wäre der doch nicht abgehauen. Sei froh, dass die Schrottkarre endlich los bist. Seh so. Schrottkarre. Jetzt, Andreas, jetzt komm. Jetzt stell dich das schon so an. Andreas, da hinten ist er, glaube ich, wieder. Guck mal. Ist er das? Das ist er. Sag mal, was ist denn hier los? Ich bin mit dem Anhalter rübergekommen. Wie kommst du an das Auto? Da stand da vorne am Ortsausgang so ein Typ, der wollte es verkaufen. Ich habe ihn dabei, mir hatte Anhalter, der hat mich... Ja, ich habe die Polizei auch schon angerufen. Ich mache jetzt hier den Kofferraum auf. Nein, du lässt den Kofferraum... Ja, wir können doch den Typen mal fragen, was der dazu meint. Wenn er abhaut? Ach, der ist doch gefesselt. Nicht auf. So, was meinen Sie dazu? Ja, hallo, sowas habe ich ja überhaupt noch nie erlebt, oder? Was? Einfach gefesselt werden. Ah ja, Sie wollen das Auto verkaufen. Ich glaub's hackt. Bist doch ein Arschloch, oder? Abhauen kann er doch nicht. Ne? Sie haben mir vorgesagt, Sie hätten Kreuzschmerzen, könnten nicht schieben. Was soll denn das? Ja, ich hab ja. Wir hatten das Auto in die Garage gefahren. Ich denke, es fährt nicht. Kommt das Auto beim Schraubenzieher in die Garage? Wie kommen Sie zum Schlüssel? Wo sind Sie ausgebrochen, ich sagen darf? Aber es sind ja zwei gleiche Autos. Sie haben's echt vertauscht. Und wer hat es in die Garage gefahren? Ja, ich wollte Ihr Auto quasi wieder reinstellen. Quasi wieder reinstellen. Sie müssen ja weg. Ja, und mein... Andreas, wir müssen den raustun. Nein, der bleibt doch liegen. Ja, lassen Sie doch aber es ist nicht bequem. Ja, kann er gar doch an die Kante. Es ist aber nicht bequem. Darf ich? Ja, hol ihn. Oh, danke schön. Ja. Oh. Ah, ja. Sie machen Sachen. Uns mich verarschen, oder was? Ich bin total unschuldig. Sie klauen mein Auto? Nein, ich hab's mir geliehen. Ich hab's mir geliehen. Sie sind unschuldig. Ja? Soll ich Sie denn beweisen? Gibt's nichts zu beweisen? Sie haben das Auto geklaut. Nein, solche Dinge kommen im Fernsehen jeden Tag. Sind Sie vom Fernsehen? Natürlich. Von welchem Fernsehen?
Ich bin direkt von der Sendung. Verstehen Sie Spaß? Ja, ja. Herzlich willkommen. Das glaube ich nicht. Aber es hört sich gut an. Komm her. Geh doch mal in den Rücken. Ich freue mich.